Du meinst, du kannst jede Frau ansprechen, die dir gefällt, mit einem richtig coolen Spruch? Dann warte mal, bis du den SpongeBob-Opener gehört hast. Yeah. Hi, hallo und willkommen bei Devil, deinem YouTube-Date-Doktor. Ich bin gut gelaunt, weil ich gerade eine junge Dame vergrault habe, der es auf den Sack ging, dass ich dieses Video jetzt zum gefühlten 100. Mal aufnehme, weil ich mich heute immer wieder verhaspel, weswegen auch immer. Es muss das Wetter sein. Ich schieb's einfach aufs Wetter. Ich sag ja immer, schickt mir eure verrückten Opener, also Gesprächseröffner, mit denen man das Gespräch anfangen kann, mit Frauen oder Männern, die einem irgendwie gefallen. Und da kam ein sehr verrückter Opener von einem jungen Mann, der sich auf YouTube I Hate Mondays 166 nennt. Und er schreibt, mein Opener, hey Devil, hier ein kleiner Opener, der die Frau zuerst leicht runterzieht und dann zum Lachen bringt. Mein Leben ist einfach nur scheiße. Dann wird sie vielleicht skeptisch gucken. Ich arbeite bei einer Fastfood-Filiale, mein Gehalt ist einfach nur Mist. Mein Chef ist extrem geizig und stur, man kann einfach nicht mit ihm reden. Mein Mitarbeiter ist ein zynisches Arschloch, der mich andauernd fertig macht und blöde Witze über mich macht. Mein bester Freund ist geistig zurückgeblieben und ich kann einfach keine normale Unterhaltung mit ihm führen. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Ich wohne in einer gottverdammten Ananas. Und da dürfte Ihnen klar sein, ey Scheiße, es geht um SpongeBob Schwammkopf. Und diesen Opener kannte ich schon, beziehungsweise das war einfach so ein Gag, der irgendwie überall auf Facebook, glaube ich, gepostet wurde und auf irgendwie einschlägigen Fun-Sites. Und ich habe das nie als Opener gesehen. Und dass dieser junge Mann das als Opener betrachtet, finde ich genial. Denn das stimmt, es ist ein sehr guter Opener, weil es erst so ernst ist und so ein bisschen runterzieht. Und sie denkt dann wahrscheinlich nur, ach, schon wieder so ein Loser. Mann, was erzählt ihr mir denn jetzt für eine deprimierende, langweilige Scheiße? Und dann löst sich das in so einen geilen Ding einfach auf. Also wirklich, da packt sie sich wahrscheinlich reihenweise weg. Also kann ich nur empfehlen. Ich habe das Ding noch nicht ausprobiert, werde ich aber demnächst einfach mal bringen, weil das ist wirklich gut. Hey, ich meine, besser geht's nicht. Da ist einfach alles drin. Es ist originell, es hat Humor und man kann das Gespräch anfangen, gleich das Eis brechen. Und ja, das ist einfach genial. Probiert es aus, schreibt unter die Kommentare, wie es bei euch gelaufen ist und schickt mir eure Opener hier als Nachricht unter YouTube einfach als Betreffzeile mein Opener und vielleicht lese ich dann demnächst dein Opener vor. Okay, viel Spaß damit. Love, Peace and Wackenbau. Bis dann. Ciao. Ich hab's geschafft. Yeah, zum 1000. Mal aufgenommen und endlich geschafft.